Hey, ich bin der Santiago und heute zeige ich euch, wie man den Shimano-Umwerfer am Rennrad einstellen kann. Wenn euer Umwerfer nicht mehr so sauber schaltet, dann sollten wir ihn wieder richtig einstellen. Dafür brauchen wir nur einen Schraubenzieher und manchmal auch einen 4er-Imbusschlüssel. Als erstes sollten wir überprüfen, ob der Schaltzug immer noch kniekfrei verläuft und nicht beschädigt ist. Als nächstes gehen wir direkt zum Umwerfer. Der Umwerfer sollte ungefähr 4 mm über dem großen Kettenblatt liegen. Und außerdem sollte er genau parallel zur Kette verlaufen. Okay, und jetzt kommen wir zum oberen und unteren Anschlag. Es ist sehr wichtig, dass wir diese beide richtig eingestellt haben, damit die Kette nicht übergeworfen wird oder auch untergeworfen wird, wenn wir keinen Chainsack haben. Als erstes stellen wir den inneren Anschlag ein. Dafür sollten wir den kleinsten Gang ausgewählt haben, also vorne das kleinste Kettenblatt und hinten das große Ritzel von der Kassette. Bei mir schleift die Kette am Umwerfer, wo eigentlich 2 mm Abstand liegen sollten. Um das einzustellen, gehen wir oben an der L-Schraube und drehen diese gegen den Uhrzeigersinn. Wenn wir einen Abstand von ungefähr 2 mm erreicht haben, haben wir den inneren Anschlag schon eingestellt. Als nächstes stellen wir den äußeren Anschlag ein. Dafür müssen wir auf das höchste Gang schalten, also vorne das große Kettenblatt und hinten das kleinste Rätsel der Kassette. Jetzt müssen wir gucken, dass wir einen Abstand von ungefähr 2 mm zwischen Umwerfer und Kette haben. Bei mir ist das nicht der Fall. Hier schleift die Kette an dem Umwerfer und deswegen muss ich oben an der H-Schraube, welche für High Gears, also für höhere Gänge steht, gegen den Uhrzeigersinn drehen. Dann bewegt sich der Umwerfer langsam nach außen, bis ich die 2 mm Abstand bekommen habe. Okay. Als nächstes prüfen wir die Zugspannung. Dafür haben wir den leichtesten Gang ausgewählt. Danach ziehen wir ganz kurz an den Zug und schauen, ob eine leichte Spannung zu fühlen ist. Danach müssen wir überprüfen, ob die Zwischenstufe auch zu finden ist. Sollte das nicht der Fall sein, kann man hier über die Einstellschrauben an den Kabelzuganschlägen die Spannung etwas verändern. Jetzt ist mein Umwerfer richtig eingestellt und ich kann wieder loslegen. Denn es gibt nichts Besseres als ein Rennrad, was richtig sauber und knackig schaltet. Wenn ihr noch Fragen dazu habt oder Anregungen, dann schreibt sie in die Kommentare. Und wenn euch das Video gut gefallen hat, dann lasst uns einen Daumen da. Das war's heute von mir, euer Santiago von Fahrrad XXL.